So, moin Leute, FIBO Tag 4. Hier bin ich mit Sebastian, der hat mich gerade angemalert, wie ihr sehen könnt. Ja, kann man das sehen? Ja. Sebastian, wenn ihr wissen wollt, wer das ist, das moin, moin. Der da vorne. So. So, und wie war es für dich, Sebastian, mit einem Pinsel hier mich anzumalern? War super, das erste Mal und ich denke mal, ich habe einen ganz guten Anstrich gemacht. Nur weil sie top aus, die Form stimmt. Ja, komm, Schleimspuren wischen wir jetzt gleich mal weg. nein, also das war ja, ich habe dir ja gesagt, das sollte ja so wie ein Heizkörper sein. Ja, ja, und, ich. Ja. ja, Wandstreichen, Flurstreichen, Muradstreichen. Also. Genau, richtig. Sebastian, ist auch heute für dich der zweite oder der dritte Tag hier? Das ist mein zweiter Tag an der FIBO, das zweite Mal auch generell auf der FIBO und ich muss sagen, es ist einfach mal wieder bombastisch. Also die Menschenmassen, die hier rumlaufen und was es alles so zu sehen gibt. Unsere Burg von Olymp, Wahnsinn, riesengroß. Einmal geil, ne? Ja, super. Und was hältst du von hier Wanderlei Silver, der ist ja bei uns am Stand, Kuczynowski und ja. Das ist ja so deine Abteilung, oder? Top. Die Leute mal live zu sehen, auch der Arthur Abraham, der wurde von Olympia, hat einen Stand geholt. Ja. Ach, schön, die Leute mal live vor einem zu haben. Nicht immer nur im Fernsehen zu sehen, sondern mal im reellen Leben halt. Also ja. Ganz anders. Ja, cool. Also es war ein Statement von Sebastian Riesch, den kennt ihr alle, der ist aus Bremen. MMA-Fighter. Und irgendwann mal wird er auch beim UFC kämpfen, denke ich mal. Soweit geht das noch, oder? Mal schauen, wo die Karriere mich so hinträgt. Ich nehme alles mit, was kommt und wie man mich kennt, ich gebe immer Gas neben der Arbeit und habe ja auch ein Top-Team um mich. Ja, Arbeit dürfen wir auch sagen, wo du bist. Ja, ich bin mal bei Daimler. Ja, genau, da war ich auch schon einige Jahre. Welche Halle bist du da? Halle 9, Band 36, 37, falls du mich mal besuchen möchte und mal Hallo sagen möchte. Auch immer ein sehr gutes Workout da. Also, Halle 9, dazu haben wir auch gesagt Hölle 9, ja. Ich war auch da, aber unten bei der Einfahrabteilung. Also ich war der hier Kittelträger. Oh ja, ja, ist klar. Ja. Mit weißen Handschuhen. Ja, ja. Und hab ich auch gehört. Hab euch genau auf die Finger geschaut. Ja. Gut, okay, dann mach mal vernünftig da. Ja, ja, wir gehen jetzt erstmal zu unserer Burg. Wir gehen an den Olympstand und mal gucken, was da so geht. Ja, okay, da hinten sind auch schon die dicken Boys. Ich hoffe, die hören uns nicht, weil sonst... Sonst sind wir dran. Ja, gut, komm, Alter, du kannst Karate. So. Ja, ja. Okidoki, bis gleich. Ich mache erstmal meine Show. Farbe ist drauf, ja. Härte geht auch. Und bis denne. Bye, bye.